In dem letzten Seminar, das ich anbiete, das ist eigentlich ein Paket, das sind zwei Seminare, beide heißen Schönheit und die Norm. Das eine Seminar trägt den Untertitel Ausgrenzungen und Aussehen im Berliner Alltag. Das ist ein Praxisseminar, in dem gehen die Studierenden nach einer anfänglichen kurzen Beschäftigung mit der Thematik Schönheitsnormen, Aussehen, Ausgrenzungen, Abgrenzungen nach Berlin rein, treffen Aktivistinnen, Initiativen, die in diesem Bereich arbeiten. Vielleicht auch gehen sie in eine Werbeagentur hinein und schauen sich an, wie Bilder, welche Art von Bildern in Werbung zum Beispiel benutzt werden, wie Körper dargestellt werden, wie insbesondere der weibliche Körper dargestellt wird, was die Agenturen, die Werbemacher tatsächlich für ein Kalkül haben, mit bestimmten Bildern in die Öffentlichkeit zu gehen und werden da eine kleine Recherche anstellen. Im zweiten Teil des Seminars, das 14-tägig stattfindet, werden wir aufbauend aus dieser Recherche eine multimediale Publikation erstellen. Das Seminar findet zum ersten Mal in der nächsten Woche statt. Da würde ich mich auch noch auf weitere Studierende freuen. Bisher haben sich noch nicht so viele eingetragen und wir möchten gemeinsam dann klären, in welcher Form wir diese Publikation umsetzen. Also was ich mir da überlegt habe im Vorfeld, wäre entweder eine Ausstellung, die wir dann einer großen Öffentlichkeit auch präsentieren können, oder vielleicht ein Blogbeitrag. Wir werden einen Blogger in unser Seminar einladen, der in seinem Blog insbesondere über Körpernormen, Schönheitsvorstellungen auch postet. Und ja, dann hoffe ich auf eine gute Mitarbeit, freue mich sehr auf die Zeit mit den Studierenden hier an der Freien Universität Berlin und bin gespannt, was das Semester bringen wird.